Hallo und seid gegrüßt, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid. Nach 5 Tage Abstinenz vom Rechner bin ich endlich wieder am Start und mache neue Videos. Wir fahren heute mit einem Abrollcontainer, haben wir ja schon ein paar Mal gesehen, aber im Rhein-Ruhr-Gebiet, und ich habe natürlich noch ein paar Sachen im Gepäck. So, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Wir müssen den erstmal an. Ich wollte jetzt aufsatteln sagen. Ist ja einfach nur anhängen, ne? Ja, genau. Einfach so. Ja, machen wir es einfach mal. Oh. Erstmal ganz gemütlich, und ich hoffe, dass alles funktioniert, weil ich habe hier am Rechner ein bisschen was gemacht. Oder besser gesagt, mein Freund Toni hat was gemacht. Deswegen, dazu komme ich jetzt gleich nochmal. Und jetzt werden wir ganz gemütlich mal hier. Oh, das sieht ja schon richtig gut aus, oder? Ja, sieht doch gut aus. Oh, ich liebe solche Sachen. Ach, herrlich. Na gut, wir werden erstmal hier schön rausfahren. Eigentlich passt es hier in diesem Gewerbegebiet. Ja, wie Faust aufs Auge, ne? Nein, was habe ich denn angepasst? Erstmal musste nach langer Zeit mal ein BIOS-Update gemacht werden. Ich habe natürlich keine Ahnung. Toni konnte es machen. Danke dafür nochmal. Und wir haben jetzt meinen Rechner auf Windows 11 umgestellt. 11. Und jetzt will ich mal wissen von euch, wer spielt denn eigentlich schon von euch auf Windows 11? Weil ich glaube, es ist nicht mehr allzu lange, bis dann, ja, wir alle keinen Support mehr bei Windows 10 kriegen. Ich habe mich lange da so ein bisschen, naja, rausgehalten, muss ich sagen. Und ja, jetzt wurde es mal wieder Zeit, sich da vielleicht ein bisschen zu öffnen. Bis jetzt. Ich muss euch sagen, ich habe noch gar nicht so im Rechner so reingeguckt oder geschaut, ob alles funktioniert. Ich glaube, die Aufnahme, ich hoffe im Nachgang, wenn ich es jetzt hier hochlade, dass es alles funktioniert. OBS schlägt aus, sagt auch, dass ich eine Aufnahme mache. Sollte eigentlich alles funktionieren. Soll ja auch ein paar Vorteile bieten, Windows 11, welche explizit, jedenfalls einige im Bereich Gaming. Ja, so, hier ist ein Stoppschild. Mal anhalten. Ja, 5 Tage nicht mehr am Rechner. Ja, warum 5 Tage nicht mehr am Rechner? Ich habe ja die ganzen Tage so ein bisschen, naja, ich würde mal sagen, vorproduziert. Und ihr habt es ja auch gesehen, dass ich jetzt auch nicht so live war. Ganz einfach, ich hatte meine Tochter bei mir, und ja, da gehe ich dann eigentlich nicht an den Rechner. Obwohl heute hier der 12. ist. Ich glaube, es müssten 5 Tage sein. 4 oder 5 Tage nicht mehr am Rechner. Ja. Und sie sitzt gerade an der Wanne. Wir haben ordentlich agiert die letzten Tage. Aber ich sage euch ganz ehrlich, es ist anstrengend. Es ist so anstrengend. Ich bin immer so. Oh, ich wäre am liebsten. Ich wollte eigentlich die anderen Tage schon hier ein Video machen. Oder besser gesagt, ein. Ja, aber ich bin nicht dazu gekommen. Komm, wir machen mal eh eine Sache. Ja, sonst kommen wir hier gar nicht aus Knick. Achso, ich wollte ja mal auf die Karte gucken, ob wir hier vielleicht irgendwo einen Weg lang cruisen können, der eventuell nicht schon von uns abgefahren wurde. Ja, hatten wir schon alles abgefahren. Naja, ist nicht allzu viel Strecke, komm. Egal, aber so kann ich ein bisschen quatschen. Nein, also die Zeit sollte man sich auch nutzen, und das ist für mich, habe ich gemerkt, so wichtig, wie schnell die Zeit vergeht. Einfach mal das Wetter genießen, draußen in der Natur sein. Es ist einfach nur herrlich und nicht immer hier am Rechner. Ja, wenn es wieder schlechter wird, das Wetter, dann kann man hier wieder ein bisschen mehr machen. Und was mich auf jeden Fall freut, der Curry hat auch live gestreamt. Ich muss jetzt auch mal gucken, wie es bei mir jetzt ist mit Livestream. Der nächste Livestream ist am Mittwoch und am Freitag. Ob ich dann das Wochenende, weil ich das irgendwie jetzt auch genossen habe, mal nicht am Wochenende live zu sein. Vielleicht mal nicht gleich immer am Wochenende hier durchstarten. Ups. Werden wir mal sehen. Ja. Ich werde vielleicht das Wochenende jetzt auch mal für mich jetzt nutzen. Einfach mal unterwegs sein, immer nach Berlin und da mal hinfahren und ja, ein bisschen was sehen. Ach, gucke mal, ich habe hier immer noch den Weihnachtsbaum stehen. Ja,
Gut, hat sich nichts geändert, ne? Ich habe den LKW genommen, so wie angeliefert. Ja. Es ist so herrlich. Aber es ist auch mal wieder so schön, nach einer gewissen Zeit sich wieder hier hinter das Steuer zu setzen und dann mal eine Runde mit dem Truck hier zu cruisen. Das ist eigentlich sehr schön. Es soll ja auch diese Woche, soll ja auch das DLC kommen. Ich habe noch gar keine Info bekommen diesbezüglich. Normalerweise kriegt man da im Vorfeld immer so Bescheid, so pass auf, hier, das könnt ihr anspielen und ist jetzt nicht mehr so. Ob das jetzt von SCS, ob ich jetzt nicht mehr in den Dings da drinnen bin, also keine Ahnung. Oder ob die es jetzt gar nicht mehr so machen, dass eine Vorabversion draußen ist, weiß ich jetzt auch nicht. Muss ich sehen. Vielleicht kommt ja noch irgendwas. Oder ich habe es in meinen Tran gelöscht. Ich muss auch wirklich sagen, es gibt auch Tage, da kommen irgendwelche Angebote, möchtest du das? Ja, das lösche ich eigentlich dann immer gleich mal weg, weil ich weiß nicht. Bin da nicht so der Freund davon. Ja, ich habe irgendwie noch gar kein Placement irgendwie so angenommen, weil ich mir sage, das, was ich von euch kriege, das ist gut genug. Ja, also das ist schon Lob und Anerkennung für euren Support. Ja. Ja, habt ihr mal ein bisschen Ruhe gehabt vom Maximus, ne? Ein paar Tage. Aber es wird jetzt wieder. Es geht die nächsten Tage dann wieder los. Vielleicht streame ich auch am Donnerstag. Ach, guck mal hier, die Straßenbahn. Sieht doch schön aus hier in Duisburg. Herrlich mit dieser weiß-roten. Bloß keine Werbung dran, ne? Naja, das wird wahrscheinlich dann durch die Mod-Community alles gemacht. Und ich weiß natürlich nicht, wann hier alles wieder richtig läuft. Ja, das kann ich euch natürlich nicht sagen. Oh. Ah, der bremst gut. Hier die Straßenbahn, ey, herrlich. Hier über die Brücke fahren. Die eigentlich schon fertig ist. Muss man hier reinblinken? Ist doch ein Kreisverkehr. Warum blinkt denn der rein? Müsste doch hier nur reinblinken. Ah ja. Nee, beim Livestream muss ich mal schauen, was da. Da hatte ich ja so leichte Probleme. Entweder lag es an YouTube oder an irgendwelchen anderen Sachen. Ich hatte ja dummerweise mal meine Aufnahme oder meine Livestream-Sessions mal irgendwas zurückgesetzt. Ja, sehr dumm gelaufen. Aber eigentlich ist ich auch nicht. Muss ich mal schauen. Also wir werden es beim SnowRunner sehen. Ich hoffe, dass da, wenn es da denn nicht richtig läuft, dann muss ich halt mal gucken, was ich da noch umstellen muss. Das kann er natürlich auch an YouTube gelegen haben, den Tag. Weil der hat mir ja gute Verbindung, keine ja, Lags oder sonstige Sachen angezeigt. Aber für euch war irgendwie, hattet ihr da Probleme? Naja, wer weiß. Der jene schon, der andere nicht. Da hat bestimmt einen Server, auf den es von mir hochgespielt wird und der das dann halt weitergibt. Naja, vielleicht ein Problem mehr. Wer weiß. So, dann machen wir mal. Heute mal nicht so eine lange Tour, weil ich hier zeitverzogenen Abfahrtsplan wieder bin. Ich höre mit einem Ohr so zu, ob da in der Badewanne noch alles läuft. Ja, wer Elternteil ist, der kennt das. Aber ich habe auch abends dann, muss ich sagen, auch keine Kraft mehr, irgendwas zu machen, weil du den ganzen Tag nur auf Achse bist. Oh. Naja. Auf jeden Fall hat sie nur eine kleine Geschichte so am Rande. Ach so, wir müssen ja hier lang fahren. Sie hatte irgendwie wahrscheinlich den Tag einen kleinen Sonnenstich oder so. Und dann hat sie quasi abend um, war das 9:30 Uhr, ist eigentlich schon eingeschlafen, hat noch eine Kleinigkeit gegessen, gebadet und ja, war alles super. Dann hat sie noch ein paar Klopse gegessen. Und dann ist sie ins Bett und dann auf einmal musste sie brechen.
alles im Bett getroffen. Ich habe das gesehen und ich, am liebsten wäre ich, hätte ich, wär ich umgedreht und gesagt, ey, das darf jetzt nicht wahr sein. So, das erste Kind sauer machen. Kind auf die Couch. Richtig schön einmurmeln. Dann das alles, naja, in die Dings rein, in die, ja, habe ich in die Badewanne und die ganzen Klopsbrocken. Haben natürlich auch noch meine Waschmaschine, sag ich schon, meine Dings verstopft. Mein Abfluss von der Badewanne. Dann Wäsche waschen und und. Oh, das Kind ruft. Ich muss mal gucken. So, da ist er wieder. Ja, da gibt es eine Pippi. Wenn man sie ins Wasser macht, ändert sich die Farbe der, ja, Windel. Das musste ich mir jetzt angucken. Ja, das ist halt so. Nee, auf jeden Fall war ich da sehr bedient und glaube, um 11 war ich mit allem fertig. Ja. Mit neuen Betten beziehen, alles sauber machen. Aber wer kennt das, ne? Wer kennt das nicht? Ah ja. Gut, da hat man wenigstens, wenn sie denn irgendwann mal älter ist, eine Geschichte zu erzählen. Damals. Ja. Das war, was war denn das gewesen? Es war am Männertag gewesen, genau, am Männertag. Am Donnerstag war das. Ach, das ist herrlich. So, wir haben jetzt noch 52 Kilometer, deswegen will ich das auch nicht zu lange machen. Für mich auch erstmal ein Test, ob hier alles ohne Probleme läuft, hier mit Windows 11. Und ja, ihr könnt ja mal reinschreiben, welche Vorteile oder welche lustigen Anekdoten habt ihr denn so mit den Kindern erlebt? Ja, kann man sie vielleicht bei der einen oder anderen Geschichte sogar die Hand reichen. Ja, aber jetzt mal zu Windows 11. Wenn ihr auf Windows 11 oder was bietet Windows 11 für Vorteile gegenüber Windows 10 im Bereich Gaming? Ich habe da mal irgendwas gehört, dass da irgendwas besser laufen soll. Ich bin mir aber nicht mehr so hundertprozentig, ob dann halt ja wie die Auslastung der CPU oder das Rendering oder die DirectX Serie da noch besser läuft und. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe hier immer noch so, ihr seht das immer noch so, meine kleinen Mikroruckler, aber das liegt daran, dass ich hier mit über 90 Mods unterwegs bin. Ja, ich könnte ja auch mal raussuchen, welcher Mod hier diese Probleme macht. Ja, könnte ich. Aber wann? Das Schöne ist, wenn ihr Zuschauer, ihr seht ja nur das jetzt, ne? Und wenn man dann mit Leuten redet, die dann selber mal so ein bisschen an YouTube sich versucht haben, so wie Pandachen, der dann selbst sagt, das kostet einfach zu viel Zeit, die hat er einfach nicht. Und jetzt auch Curry, der sich da so ein bisschen mit Livestream auseinandersetzt, da sieht man schon, es kostet sehr, sehr viel, ja, Zeit. Und es ist, na, was guckt die denn so hier? Na, Nurchen, sie hat Herz in den Augen. Und es ist dann auch zum, gerade so nach so einem Livestream, ist man irgendwie groggy. Man ist Knülle. Ja, obwohl man eigentlich nur zockt und so, wir fahren einfach drauf. Und das hat geklappt. Ohne Probleme. War wahrscheinlich eine knappe Geschichte, aber ich höre schon, dass das Bad langsam unter Wasser läuft. Ach ey, das ist schon schön mit so diesen, mit diesem Auffliegertyp hier rumzufahren. Das fühle ich einfach komplett. Mag man doch so, oder? Ja, das wird sich auf jeden Fall SCS auch so ein bisschen angucken, was die Community eigentlich so daraus baut, ne? Das macht jede
Entwicklerstudio, guckt dann, was halt passiert und was nicht. Aber so wie ich ja mitbekommen habe, der LS wird wahrscheinlich dieses Jahr doch nicht kommen, oder? Kann das möglich sein? Ich habe jetzt auch gar nicht so in den Kommentaren, ich habe das glaube ich schon mal gefragt. Aber wenn ich jetzt die ganzen Feuerwehrfahrzeuge und sonstige Sachen so angucke, hätte ich durchaus mal Lust, da mal wieder eine schöne Map. Vielleicht kann mir der eine oder andere was empfehlen. Und dass wir dann zum Herbst vielleicht mal auf einer Map unterwegs sind und dann ein wenig Feuerwehr-Action machen. Und da, ja, sollte eigentlich auch im Multiplayer funktionieren, ne? Boah, das läuft ja hier. Ja, es sind ja schon wieder 15 Minuten. Ich wollte gar nicht so lange machen. Jetzt aber hurtig an dieser schönen Mehrzweckhalle hier vorbei. So. Gucken wir. Alles Roger hier. Schön. Sind jetzt mehr Passanten irgendwie auf der Straße? Da hinten sehe ich ein paar Leute, die da stehen. Haben die jetzt so ein bisschen was angepasst oder waren die vorher auch schon so da? Also hier hinten stehen ja welche. Da hinten. Sollen wir mal ein bisschen beobachten, ob jetzt mehr Leute hier am Start sind? Hier ein bisschen mehr leben ist. Naja, gut, in der heutigen Zeit, wer geht schon draußen spazieren, ne? Maximus macht das. Oh, der geht ab und zu mal spazieren. 4 Kilometer noch. Und schön mit den MAN unterwegs gewesen. Naja, die anderen MANs haben ja irgendwie Probleme gehabt. Ich konnte stürzt ja dann immer wieder ab. So. Oh. Schön mit dem Abschlepper, der so dreckig aussieht, ne? Ich weiß nicht, ob das so sein soll. So. Ach, schön. Aber den Fernsimulator werde ich wahrscheinlich auch mal wieder ausholen. Oder ja, rausholen. Oder mal, ja, stimmt doch, im Sommer noch mal eine Tour drehen. Ich weiß gar nicht, was da jetzt der Stand ist oder inwiefern der jetzt hier noch weiter, ja, forciert wird. Aber naja, gucken wir mal. Ach, guck mal, wie sie gucken. Also, die haben auch jetzt keine weiteren Mädels da so reingebracht. Eher solche übertriebenen. Ja, damit bin ich auch nicht geholfen. So, da vorne sehe ich schon das Ziel. Das heißt Pause. Das heißt für uns beide Pause. Ja, stimmt, die haben ja die Hupe noch mal ein bisschen wieder angepasst, ne? Haben sich wahrscheinlich viele Leute aufgeregt. Naja, eine Hupe muss sich schon irgendwo ein bisschen kernig anhören. Ja. So, da sind wir. Hier waren wir schon sehr, sehr oft. Juhu. Also. Fahren wir ja mal hin. Und da nochmal vielen, vielen Dank an alle, die Däumchen die letzten Tage, wo ich nicht online war, also nicht live, dagelassen haben. Vielen Dank für euren Support. Und die nächsten Tage geht es dann wieder richtig los. Und ja, ich hoffe, ihr seid am Mittwoch wieder alle am Start. Und am Freitag ist dann um 20.30 Uhr, wohlbemerkt, weil Pannerchen da nicht früher kann. Da ist dann nochmal Race Day. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr
jedenfalls die ersten beiden Tage dann mit am Start seid. Ob ich noch mal eine Sonntagstour mache, weiß ich nicht. Da kann sein, dass ich noch was anderes vorhabe. Aber gucken wir mal. Mit diesen Worten würde ich mich verabschieden. Lasst ein Däumchen da für den Support, für die Unterstützung, für den Maximus. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder, ne? Bis dahin, haut rein, macht's gut. Bye, bye.